Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Piratenpartei Schleswig-Holstein. Mein Name ist Carsten Kahn, ich bin einer von zwei Pressesprechern. Der andere steht am Mischpult. Das ist Patrick Platzmann. Kurz zum Ablauf. Wir stellen gleich die Vertreter der Piratenpartei Schleswig-Holstein einmal vor. Anschließend haben alle einen Redebeitrag. Und danach kommen wir zur Fragerunde und abschließend werden wir noch ein paar Termine nennen, die wir bis zur Wahl und auch kurz danach noch auf dem Zettel haben. Also, kommen wir zur Vorstellung. Ich fange ganz außen an. Dort sitzt Heiko Schulze, Direktkandidat im Wahlkreis Kiel-Ost und Listenkandidat Platz 10. Ach so, ich soll noch sagen, er ist unser Generalsekretär. So, an Position 2 sitzt Hans-Heinrich Kipgras, unser Landesvorsitzender, Direktkandidat im Wahlkreis Elmshorn und Listenkandidat auf der Liste Platz 7. Der nächste Reihe ist Uli König. Uli König ist Listenkandidat Platz 3. Am nächsten Platz unser Spitzenkandidat Torge Schmidt. Ich musste gerade überlegen, wie er heißt. Und Torge Schmidt ist auch Direktkandidat im Wahlkreis Rendsburg. Ach, und stellvertretender Vorsitzender, danke. Dann haben wir da noch die Angelika Bär. Angelika Bär ist auf Listenplatz 6 und Direktkandidatin im Wahlkreis Neumünster. Und zuletzt Herr Patrick Breyer, Listenkandidat Platz 4 für die Liste der Piratenpartei Schleswig-Holstein. Wir beginnen mit den Redebeiträgen. An Platz 1 hat Angelika. Willst du das übernehmen? Ja? Okay, Sie sehen, es ist alles genau vorbereitet. Ich beziehe mich insbesondere auf Neumünster. Wir haben hier selten so viele Großveranstaltungen wie heute den Bundesparteitag der Piraten. Und schon zwei Tage später, am 1. Mai, wird es hier eine Großdemonstration und ein riesen Veranstaltungsprogramm geben, Neumünster Bund statt Raum, weil die NPD, die für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein antritt, hier in Neumünster ihre zentrale Wahlkampfkundgebung am 1. Mai vornehmen wird. Da die Stadt darauf verzichtet hat, ein Verbot zu erwirken, gibt es derzeit auch eine Demonstrationsroute und einen Kundgebungsplatz. Was wichtiger ist, es gibt dieses breite Bündnis gegen rechts und den Runden Tisch für Toleranz und Demokratie der Stadt. Die Piraten in Schleswig-Holstein sind, seit wir hier sind, auch aktiv in diesem Bündnis beteiligt. Und ich muss sagen, abgesehen davon, dass wir noch alle Piraten einladen werden, die uns hier im Wahlkampf weiter unterstützen bis zum 6. Mai, dann auch am 1. Mai hier in Neumünster Farbe zu bekennen, Bund statt Braun. Ich bin echt fast bewegt, dass dieser Parteitag dieses Klima des Widerstands gegen Rechtsextremismus quasi mit aufgenommen hat und sich eindeutig positioniert hat, dass das Leugnen vom Holocaust bei uns keinerlei Akzeptanz findet, dass wir gemeinsam mit allen Menschen für Demokratie und Freiheit stehen, aber dass wir ganz genau wissen, dass Freiheit auch seine Grenzen hat. Nämlich da, wo unsere Demokratie von Nazis missbraucht wird, um die Freiheit der Menschen zu leben, wie sie wollen, egal wo sie herkommen, massiv zu bedrohen und sie anzugreifen. Ja. Danke, Angelika.
Ja, als nächster Torge, möchtest du denn? Okay, ich übergebe das Wort an Torge Schmidt. Er wird einiges zum aktuellen Wahlkampf erzählen. Ja, einiges. Ich bin ein Fan von kurzen Worten. Also, wir haben jetzt ein paar grauer Zeit, so ein bisschen Wahlkampf hier in Schleswig-Holstein. Derzeit sieht es sogar ziemlich gut aus. Wir sind im Umfang aktuell über 9%. Das zeigt zumindest, dass wir eine sehr gute Chance haben, hier in den Landtag zu kommen. Wir sind von den Umfrageergebnissen derzeit selbst ziemlich überrascht. Wir waren eine lange Zeit davon ausgegangen, dass wir zwischen 5 und 6 Prozent landen werden. Jetzt sieht das ja schon gar nicht anders aus. Viel besser. Ja, was haben wir im Wahlkampf gemacht? Also, wir gingen los mit unserem wunderbaren Wahlkampfauftakt im kleinen Dörfchen Berlin am Potsdamer Platz. Das hat, glaube ich, einige von euch Presseleuten ziemlich verwirrt. Fanden wir lustig. darüber hinaus haben wir viele Veranstaltungen auch gedreht und Rahmen gemacht, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben auch ganz Bürgertreffs gemacht, wir haben uns tatsächlich umgesetzt mit Leuten und versucht, die Piraten näher zu bringen. Es gab eine Veranstaltung zum BGE in Burg und auch eine Veranstaltung zum Beispiel zum Thema mehr Demokratie in Heide, in der Gesundheitskonferenz, wo wir uns auf gesundheitspolitische Themen angemessen haben, gemeinsam mit der Rentnerpartei. Darüber hinaus noch eine Wirtschaftskonferenz gehabt in Neumünster, wo wir auch wirtschaftliche Themen halt mit aufgearbeitet haben. Nicht nur hier für Schleswig-Holstein, sondern auch bundesweit. Generell ist unser Wahlkampf eigentlich sehr stark dadurch geprägt, dass wir viel auf die Straße gehen. Wir haben zigtausende Coverbriefe gedruckt. Ich glaube, es sind mittlerweile erst sind wir bei 90.000 und dann haben wir nochmal 30.000 nachgedruckt. Das wäre sehr, wenn hat uns die Coverbriefe aus den Händen gerissen. Und natürlich auch viele Themenfreier. Wir versuchen tatsächlich auch mit Leuten Themen zu kommunizieren auf der Straße, was uns natürlich auch vom Herzensanliegen ist, weil uns immer vorgeworfen wird, wir hätten kein Programm. Ansonsten zur Koordination des Wahlkampfes. Wir haben natürlich viel online gemacht. Wir nutzen gerade in so einem Flächenland wie Schleswig-Holstein auch die Möglichkeiten des Internets. Wir treffen uns regelmäßig auf sogenannten Mumble-Konferenzen, auch um die ganzen Kandidatenrunden zu besprechen. Die sind dann auch öffentlich, kann auch jeder zuhören, kein Problem. Ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Nächste Woche wird gewählt. Die letzte Woche wird dann aussehen, dass wir halt auch möglichst viele Infostände machen, viel auf die Straße gehen. Die ganzen Leute, die noch hier bleiben vom Bundesparteitag und helfen werden, das sind einige. Wir werden natürlich möglichst die auf die Straße bringen, dass auch wirklich viele Leute nochmal was für Piraten bekommen. Naja, und zu den Veranstaltungen und so weiter sagt dann der noch draußen was. Vielen Dank. Henry, dich habe ich als nächster auf der Liste. Ach, du hast ein Mikro, das ist gut. Ich habe gerade werfen wollen. Nein, musst du nicht. Okay, sagst du dein Thema selbst an? Ich möchte zwei kurze Aspekte noch beleuchten. Das eine ist, Torge hat schon unser Programm angesprochen, das ja inhaltlich sehr vage ist, dafür aber auch nicht vorhanden. Das, was nicht vorhanden ist, von anderen Parteien abgeschrieben. Das Landesblock hat uns dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass es uns wirklich durch den Lappen rutscht. Waren einige peinliche Fehler drin, muss ich sagen. Diese werden behoben werden auf diesem Landesparteitag. Und das zweite Aspekt, den ich beleuchten möchte, wir haben für diese Landtagswahl ein Budget von 80.000 Euro angesetzt gehabt, haben uns jetzt noch von einem befreundeten Landesverband 10.000 gegeben, macht zusammen 90.000 Euro, mit denen wir insgesamt in diese Landeswahl reingehen und 0 Euro, mit denen wir herausfallen. Ich möchte Sie bitten, das selbst einmal in Relation zu setzen, zu dem, was andere Parteien hier ausgeben. Insofern finde ich unsere Art, Wahlkampf zu führen, deutlich effektiver als die anderen Parteien. Als nächsten habe ich den Uli König auf der Liste. Uli, bitteschön. Ja, moin. Es wurde ja schon mehrfach betont, es besteht ein gewisses Risiko, dass wir möglicherweise den Landtag einziehen. Die Frage ist jetzt, was machen wir, wenn wir den Landtag einziehen? Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel bringen, dass man eine Vorstellung bekommt, was wir denn vorhaben. Wir haben im Moment ganz viele Ausschüsse, in denen ganz viele Sachen besprochen werden. Diese Ausschüsse sind meistens öffentlich. Die Ausschüsse, sagt man immer, ist das, wo eigentlich die Politik gemacht wird. Das Problem ist, diese Ausschüsse finden werktags, tagsüber statt, wenn normale Leute arbeiten gehen. Wie soll ein normaler Mensch dort erscheinen? Diese Ausschüsse finden in Kiel im Landtag beispielsweise statt.
wie soll jemand, der irgendwo in Köln, irgendwo an der Westküste, beispielsweise auf Sylt oder was weiß ich, wohnt, einfach mal nach Kiel fahren, sich in den Ausschuss hinsetzen nach 2 Stunden Fahrt und dann feststellen, oh, das Thema, was ich eigentlich spannend fand, wurde jetzt vertagt und dann nochmal 2 Stunden zurückfahren. Das ist keine Öffentlichkeit. Das setzt die Hürde für die Öffentlichkeit viel zu hoch. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Ausschüsse wirklich öffentlich werden. Wirklich öffentlich heißt, dass wir zum Beispiel eine öffentliche Übertragung, die für jeden zugreifbar ist, ohne Hürden schaffen. Allerdings ist so eine öffentliche Übertragung immer noch nicht zielführend, weil sie dann immer noch zu Zeiten stattfindet, wo normale Leute arbeiten müssen. Also ist zum Beispiel auch sowas wie ein Podcast wünschenswert. Also die Möglichkeit, dass die Leute interessante Ausschusssitzungen abonnieren können und später nachhören können, um festzustellen und nachzuvollziehen, wie es denn zu diesen Gesetzen kam. Da heißt dann immer, ja, das wurde in den Ausschüssen gesprochen, sie hätten ja kommen können. Nein, das geht meistens gar nicht. Wir wollen das gerne ändern, über die Möglichkeit für die Bürgerschaften zu diesen Ausschüssen virtuell zu kommen, zuzuhören und dann zum Beispiel per E-Mail eine Rückmeldung zu bringen. Aus diesem und diesem Grund in die Bitte. Danke, Uli. Als nächstes auf meiner Liste habe ich den Patrick Bayer, direkt bei mir. Er wird uns das etwas erzählen über Bürgerrechte und Podiumsdiskussionen in der Planung. Ja, Sie wissen ja, dass wir als unsere drei Klassiker bezeichnen, die Themen Demokratie, Transparenz und Bürgerrechte. Und Uli König hat was zum Thema Transparenz gesagt, ich sage jetzt was zum Thema Bürgerrechte. Wir haben ein sehr progressives Wahlprogramm, was den Schutz der Bürger- und Freiheitsrechte angeht. Wir verlangen zum Beispiel, dass systematisch Überwachungsgesetze der letzten Jahre, besonders seit 2001, auf den Prüfstand gestellt und unabhängig evaluiert werden. Das ist umso wichtiger, als wir in der letzten Woche erfahren mussten, dass das Bundesjustizministerium ein Gutachten zur Vorratsdatenspeicherung hat umschreiben lassen und zurückgehalten hat, was damals politisch nicht genehm war. Und wir wollen einen Stopp für neue Überwachungsgesetze und wir wollen ein Freiheitspaket, wo wirklich überzogene Überwachungsgesetze der letzten Jahre zurückgeschnitten oder gestrichen werden. So als Beispiel kann ich anführen im Polizeibereich Rasterfahndung oder vorbeugende Verbrechensbekämpfung oder Videoüberwachung. Das sind alles Sachen, die man sich sehr genau anschauen und zurückschneiden muss. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich versuchen, Mehrheiten zu organisieren. Und da arbeiten wir themenbezogen zusammen mit anderen. Wir haben aber auch ein anderes Instrument und das ist das der abstrakten Normenkontrolle. Das heißt, dass wenn sich zwei Fraktionen im Landtag zusammenfinden, die ein Gesetz für verfassungswidrig halten, sie das dem Landesverfassungsgericht vorlegen können. Und da denke ich, werden wir die Aufgabe haben, sicher auch in enger Zusammenarbeit mit dem Landesdatenschutzzentrum nochmal auszuwerten, die Änderung des Polizeirechts der letzten Jahre. Die letzte Novelle war ja sehr kontrovers und stieß auf erbitterten Widerstand auch des ÖLD, aber auch das Verfassungsschutzrecht oder Thema Schülernummer, Schülerdatei, ob da verfassungsrechtliche Zweifel bestehen und wenn unsere Grundrechte verletzt werden, das gegebenenfalls dem Landesverfassungsgericht auch vorzulegen. Da werden wir sehr genau hinschauen, weil wir die Grundrechtspartei sind. Und in dem Zusammenhang will ich auch warnen, was zum Beispiel bei einer rot-grünen Koalition ein SPD-Innenminister bedeuten würde. Wenn wir uns ansehen, zum Beispiel in NRW den Innenminister oder in Baden-Württemberg den Innenminister, das sind Personen, die wirklich Überwachungsvorhaben vorantreiben. Wir haben ja leider in Baden-Württemberg sehen müssen, im grün-roten Koalitionsvertrag, dass der eine Vorratsdatenspeicherung keineswegs ausschließt. Und deswegen bieten wir eine ganz klare Alternative dazu. Wir haben nicht nur in unserem Wahlprogramm klare Positionen für die Freiheitsrechte, sondern stehen auch personell dafür. Wenn Sie sich überlegen, dass Torge Schmidt zum Beispiel überhaupt im Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung zu den Piraten gekommen ist, dass Wolfgang Dünner, unsere Nummer 2, ja Zollverhandlungsbeamter ist und innerhalb der Gewerkschaft der Polizei auch unsere Position vertritt, dass Uli König beim Landesdatenschutzzentrum arbeitet und ich in der Bürgerrechtsszene aktiv bin, hört die Aufzählung auf, aber Sie wissen, dass wir personell auch unter diesem Thema stehen und das nicht nur im Wahlprogramm stehen haben, wie das bei anderen Parteien teilweise der Fall ist. Und
wir machen auch etwas für das Thema. Und zwar kann ich ganz konkret ankündigen, am nächsten Donnerstag in Kiel wird eine Podiumsdiskussion stattfinden zum Thema, wenn die Bürgerrechte auf der Strecke bleiben. Und da geht es unter anderem um das Thema Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft. Eine unserer Vorhaben im Wahlprogramm ist, der Staatsanwaltschaft eine echte Unabhängigkeit zu geben. Denn es kann nicht sein, dass in politisch sensiblen Verfahren Weisungen von oben, von der politischen Spitze kommen. Das hat ja zum Beispiel in Baden-Württemberg zu Verwerfungen geführt. Ein zweites Thema ist das Thema Whistleblowing und der unzureichende Schutz von Whistleblowern bei uns. Und da wird zum Beispiel Rudolf Schwenger etwas sagen, der bei der Frankfurter Steuerfahndung in den Ruhestand versetzt wurde, nachdem er etwas zu intensiv einige Banken geprüft hat. Also eine ganz wichtige Veranstaltung. Ich schließe mit einem Zitat von Heinrich Böll, der mal gesagt hat, Freiheit wird nie geschenkt, sondern nur gewonnen. Und ich glaube, dass wir Piraten dafür kämpfen werden. Danke, Patrick. So, und der nächste und letzte auf der Liste ist Heiko. Heiko Schulze, und er wird etwas über unsere Mitgliederentwicklung erzählen. Ja, vorweg vielleicht noch ein Wort zum Titel des Generalsekretärs bei den Piratenparteien. Er ist belegt, ein bisschen mit einer anderen Funktion als bei anderen Parteien. Bei uns ist das mehr ein Verwaltungsposten im Vorstand und zuständig für die innere Struktur und Verwaltung der Partei. Zur Mitgliederentwicklung. Wir hatten vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin im Lande 372 Mitgliedern. Nach der Berliner Wahl ist das geradezu explodiert auf über 600 und dann kam der nächste Schub. Das war diese Wahl im Saarland, die uns einen riesigen Mitgliederzuwachs wieder gebracht hat. Wir haben zurzeit pro Tag 10, 15 Neueintritte. An manchen Tagen, an Spitzentagen sind es 30, 35 Eintritte pro Tag, sodass wir heute die 900er-Grenze überschritten haben. Das mag für andere Landesverbände wenig sein, für Schleswig-Holstein ist das eine enorme Zahl. Und das führt natürlich dazu auch, dass wir uns nach der Wahl ein bisschen anders strukturieren müssen. Der Landesverband hat bisher keine Untergliederung als einziger Landesverband in der Bundesrepublik. Wir werden nach der Wahl nicht zügig in den Wegen halten von einigen Kreisverbänden oder Regionalverbänden. Dazu kommt, was sehr erfreulich ist, dass die örtlichen Treffen der Piraten zunimmt und einen erfreulichen Zulauf haben. Das wird auch noch ausbaufähig sein, dass wir vor Ort regional mehr Treffen anbieten. Das ist uns sehr wichtig, dass wir eben uns nicht nur in der virtuellen Welt bewegen, sondern ganz real vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und den Arbeitsgruppen uns treffen und unsere Themen weiter voranbringen. Also diese Parallelwelt sozusagen kommt bei uns nicht zu kurz, sondern wird noch ausgebaut. Erfreulich bei der Mitgliederentwicklung oder festzustellen bei der Mitgliederentwicklung ist auch, dass der Anteil der Frauen kontinuierlich zunimmt. Darauf werde ich immer wieder angesprochen. Da wollen wir noch mehr für tun, dass auch Frauen sich bei uns wohlfühlen und mitarbeiten. Das ist eine Entwicklung, die noch ein bisschen dauern wird, aber da sind wir auf dem Wege. Und erstaunlich zu beobachten, dass in der Altersschicht der 40- bis 50-Jährigen ein sehr hoher Anteil an Eintrittsverzeichnungen sind. Das sind gerade so die Jahrgänge 1960, 60. So viel vielleicht ein paar Zahlen am Rande zur Kenntnis. Vielen Dank. Ja, wir kommen damit zur Fragerunde. Wenn Sie Fragen an uns und unsere Entweder haben, bitte schön. Wo haben wir Ihr Mikrofon? Mein Name ist Julia Seliger, ich weiß noch nicht, was ich berichte. Hallo. Ich habe eine Frage zum Öffentlichkeitsbegriff der Piratenpartei, denn ich
zum Beispiel bei Facebook oder in eurem internen Mailinglisten oder im Feedback oder so. Ist das wirklich öffentlicher, ist das, was vorher stattfindet? Oder könnte es auch sein, das ist jetzt auch gewissermaßen ein bisschen eine Suggestivfrage, dass politische Diskurse hier auch ein wenig der Öffentlichkeit entzogen werden? Also diese These, die habe ich schon beim Parteitag in Bingen mir ausgedacht und ich habe dazu eigentlich noch gar keine richtige Antwort bekommen. Also es wird ja immer viel geredet von Transparenz und so, aber die Frage ist, wie dieses Transparenzversprechen dann in dieser Welt, wo Öffentlichkeit vielleicht komplizierter ist, als man sich das mal denkt, eingehalten. Ja, also ich kann zwei ganz konkrete Beispiele nennen. Du hattest ja angesprochen, Mailinglisten. Bei uns sind die Mailinglisten öffentlich. Also da kann meinetwegen bei den Stammtischlisten kann sich jeder einschreiben, nicht nur mit Ulina. Und zum Zweiten kann ich ganz konkret nennen, was wir letzte Woche angegangen sind. Das war das Projekt Kandidatenschnack. Wir als Kandidaten koordinieren uns über regelmäßige Gespräche über Mumble, also über das Internet. Und da können erstmal über Mumble andere Personen teilnehmen dran. Und das letzte Mal haben wir sogar einen Telefonzugang angeboten. Das heißt, auch veröffentlicht auf unserer Homepage. Das heißt, man konnte sich über Telefon einwählen und uns zuhören, wie wir Kandidaten untereinander uns abgesprochen und koordiniert haben. Das finde ich ist eine tolle Möglichkeit, die keine andere Partei so bietet, die internen Absprachen und Diskussionen wirklich öffentlich zu verfolgen. Ich habe mich jetzt vorhin noch mit so ein paar Jungs und Mädchen unterhalten, die eben auch ihre Meinung sagen. Und wir haben dann zum Beispiel Leute ihre Meinung gesagt dazu, politische Diskurse in der Zeitung. Also wenn Politiker irgendwas zu irgendeinem politischen Thema was in die Zeitung sagen, dann ist das für viele Mitglieder der Piratenpartei wertlos. Das haben die mir wirklich gesagt. Also dann, ich finde das nicht trivial. Da wird dann gesagt, das ist doch nur so Wahlkampf oder sowas. Und also welchen Wert misst man bei der Piratenpartei eben den klassischen politischen Diskursen, also in den Zeitungen, in den Massenmedien und so? Die Frage ist ja konkret. Also ich denke, dass wir nicht nur einen innerparteilichen politischen Diskurs führen müssen. Also der ist natürlich wichtig für unsere Meinungsbildung. Was auch wichtig ist, auch ein breit gesellschaftlicher Politiker, politischer Diskurs. Die kann man nicht führen innerhalb einer Partei, muss man auch tatsächlich auch klassische Medien austragen, kann man auch zum Beispiel über das Internet machen. Also da, wo wirklich viele Menschen unterschiedlicher Meinung aufeinandertreffen, sollte dieser Diskurs eigentlich herrschen. Und den kann man auch in diesen klassischen Medien austragen. Meiner persönlichen Meinung wäre es einfach langfristig lieber, wenn man den einfach offener und besser zum Beispiel über Online-Medien austragen könnte. Das ist, muss man zum Beispiel mit Wege finden, aber ich glaube schon, dass das auch öffentliche Äußerungen und Abgeordneten von Parteimitgliedern, um manche Diskurse zu stellen, stoßen auch wichtig sind gesellschaftlich. So, eine kleine Ergänzung dazu. Wenn ich so hier betrachte, wer bei uns eintritt, bin ich manchmal erstaunt, es sind oft Menschen, die gar kein Internet nutzen, die keine E-Mail-Adresse haben. Und da stehen wir tatsächlich vor einer Herausforderung. Wie treten wir mit solchen Menschen in Kommunikation? Wie betreuen wir sie auch als Mitglieder? Und da greifen wir plötzlich wieder zu ganz alten Wegen des Briefeschreibens. Aber eine Idee, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber die sicherlich kürzester Zeit als Thema angesprochen werden muss, so etwas wie eine ganz klassische Mitgliederzeitung, die dann verschickt wird. Auf solche klassischen Medien werden wir in Zukunft verstärkt zurückgreifen müssen, weil wir uns eigentlich immer breiter aufstellen und auch Menschen auf uns zukommen, die ja nicht im Internet verfügen müssen und diese Medien einfach gar nicht nutzen. Sondern das, was in der Zeitung steht, ist natürlich auch sehr wichtig. Ich kann nur von mir sagen, ich halte mir drei Zeitungen, nicht nur im Internet unterwegs, sodass ich glaube schon beobachte, was auch in den Medien passiert. Dieter Harnisch, ich arbeite für das Freie Journalistische Schleswig-Holstein.
mit Blick auf die Landtagswahl am nächsten Sonntag in einer Woche. Was kann noch schief gehen aus Sicht der Piraten jetzt in der letzten Woche? Was kann noch passieren, dass der Einzug nicht klappt? Wie wird die Reaktion der anderen Parteien, diese Unruhe der anderen Parteien gewertet? Auch, dass der Ton schärfer wird gegen die Piraten, untereinander, miteinander. Wie bewerten Sie das? Können Sie da vielleicht mal Beispiele aus dem Wahlkampf nennen? Ist das Wahlkampfthema auch in den Straßen, an den Ständen? Und dann konkret zum 1. Mai würde mich noch mal interessieren, vielleicht kann Frau Beer dazu was sagen, wie viele Menschen oder wie viele Piraten denn in welcher Art und Weise sich hier beteiligen an diesem Thema hier in Neumünster. Das ist denn für mich auch ein Zeichen, sag ich mal, wie bleiben überhaupt über dieses Wochenende hinaus hier und unterstützen den Wahlkampf. Das sind jetzt viele Fragen bei mir gewesen. Ja, ich mach mal. Okay. Was kann schiefgehen? Ich glaube, es kann einiges schiefgehen und die meisten können wir uns selbst nur noch schaden. Das bedeutet, lassen sich die Mitglieder von uns Bullshit-Bingo spielen, dann sollte eigentlich alles gut gehen. Ich denke mal, was am meisten geht. Aber ich glaube schon, dass wir sehr gute Chancen haben. Und die Umfrage werden zeigen ja im Prinzip, dass wir sehr gute Chancen haben und eigentlich uns selbst schlagen können. Was es an den Parteien angeht, im Ton und im Wahlkampf, klar ist der Rauer geworden. Ist eher ein Thema auf der Straße nach dem Motto, warum zerfleischt ihr euch eigentlich alle, arbeitet doch wieder zusammen. Weil das eigentlich den Tenor, den ich am meisten raushöre. Das wird eigentlich eher medial oder auf Podiumsdiskussionen ausgetragen. Ich glaube auch nicht das, was die Menschen auf der Straße wirklich wollen. Und ich glaube, wir sollten uns einfach wirklich wieder auf zielbezogenen Wahlkampf machen. Das ist halt schwierig. Das wird auch medial immer sehr gerne fokussiert auf Grabkämpfe zwischen den politischen Lagern und sonst wie. Und das fördert auch nicht, glaube ich, den thematischen Inhalt, den Austausch mit anderen Parteien. Ja, zwei Ergänzungen gerne dazu. Ich kann nur für uns sagen, die wir jetzt jeden Tag noch auf der Straße sind, Veranstaltungen machen, diskutieren. Wir haben überhaupt keine Zeit einfach mehr darauf zu achten, wie andere sich auf uns einschießen. Das ist aber so ein bisschen wie Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Und ansonsten wirft man uns vor, gerade in den letzten 10 Tagen, die Piraten seien der Wegbereiter für die Große Koalition. Sie haben gefragt nach der Reaktion am Stand danach. Die ist ziemlich eindeutig. Die Leute sagen, wir hatten in Schleswig-Holstein alles, wir hatten Barschow, wir hatten den Sturz von Heide Simonis, wir hatten eine Große Koalition, wir hatten jedes Farbenspiel, ohne dass es die Piraten überhaupt schon gab. Und insofern zieht diese Argumentation gegen die Piraten und die Große Koalition offensichtlich auch nicht. Das andere ist, wir profilieren uns nicht, indem wir andere angreifen, sondern wir stehen für die Änderung des Politikstils. Wir wollen geschlossene Parteistrukturen der etablierten Parteien aufbrechen mit unserer Basisdemokratie. Und ich glaube, es zeigt die Reaktion der anderen, dass sie davor irgendwie doch leicht nervös zurückschrecken. Das ist gut so, aber auch dafür haben wir keine Zeit, uns länger damit auseinanderzusetzen. Was den 1. Mai betrifft, da stecke ich jetzt als Wissenschaftler, Hanischweiche, Piraten hier in dem Bündnis zum Vertreter. Wir wussten nicht, wie viele Piraten hier zum Bundesparteitag kommen. Wir wissen auch nicht, wie viele Piraten am 1. Mai kommen. Was ich aber weiß, ist, dass der gesamte Landesverband NRW nicht hier bleibt, weil die Nazis am 1. Mai auch in NRW marschieren wollen. Und das finde ich toll, dass sie sofort wieder zurückfahren, um da Flagge zu zeigen. Das ist in Berlin ebenso der Fall. Das heißt, Berliner werden wir hier wahrscheinlich auch nicht haben. Und das Dritte ist, dass wir schon jetzt diskutieren, wie wir die Hamburger unterstützen, weil ein Großaufmarsch der Nazis für den 2. Juni geplant ist. Das heißt, wir haben Strukturen aufgebaut, die sich gegenseitig tragen, sowohl in der Partei, aber auch in Bündnissen. Und Sie können sicher sein, dass wir präsent sind. Es gibt ja so ein paar Instrumente unserer Partei wie Flashmob, die wir vorher nicht diskutieren. Aber wir werden auf jeden Fall auch mit vielen anderen Bürgerinnen zusammen dafür sorgen, dass der Nazi-Aufmarsch schon bei uns so nicht stattfinden kann, wie er geplant ist.